Hallo zur nächsten Folge von Master 27. Heute will ich euch zeigen, nicht zeigen, besonders, wo wir letztens aufgehört haben. Wie zum Beispiel, wir haben darüber geredet, wie man, ich erkläre es für die vielleicht, die jetzt erst eingeschaltet haben und das vorigen Teil noch nicht gesehen haben. Die, die jetzt das schon gesehen haben, ja, können das überspringen oder nochmal anhören. Und ich hab, wir haben letztens darüber geredet, über uns Menschen, dass wir für kleine Gesten bedeutet vielen Leuten schon ganz, ganz viel. Und dass man diese Gesten nie übersehen sollte. Das freut gewisse Menschen, mehr würde man fast ihnen 100 Euro oder so geben. Das freut die oft riesig. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ins Altersheim zu Leuten geht. Ein Lächeln schenkt denen schon ein wunderschöner Tag. Die erinnern sich, dieses kleine Lächeln, erinnern sie sich ewig lang weiter. Die denken euch noch dran, wo du das selbst persönlich schon lange vergessen hast. Die denken noch immer dran und sagen, ach, war das da schön. Ich wünschte, er würde wiederkommen. Und genau dann könntest du ja vielleicht noch wiederkommen. Oder wenn du deine Oma vielleicht in Altersheim besuchst, dann schau mal zu den anderen vorbei. Fast jeder alte Mann oder Frau hat ein wunderschönes Leben geführt, viele Sachen erlebt. Und wir lernen immer aus der nächsten Generation, als der alten Generation. Die lernen wahrscheinlich von uns auch was. Ist ja nicht so, dass man, wenn man alt ist, überhaupt nichts mehr kann. Viele alte Leute haben noch große Dinge vollbracht. Und es ist so, der Mensch, wir alle, wir machen die immer kleiner, die Leute. Wir werden auch mal wahrscheinlich so werden wie die. Und ja, da werden auch alle Leute sagen, Mann, da brauchst du überhaupt nicht zugehen, das ist ein alter Knacker. Und wie fühlt sich das dann an? Ich würde es nicht gerne herausfinden. Und es ist auch kein schönes Gefühl sicher, wenn man alt ist. Es tut nämlich alles immer mehr weh. Es nervt sicher jeden. Und genau dann sollte man einmal vorbeischauen, sehen. Nicht nur lange braucht man vorbeischauen. Für 2 Stunden reicht das komplett aus. Und die sind alle glücklich. Jeden hast du ein Lächeln gezaubert. Und mit nicht viel. Und ja, und man sollte immer sehen, zusehen, was kann ich weitergeben, wie kann es weitergehen. Immer auf die nächsten Dinge sehen. Nicht immer auf sich selbst sehen, nicht immer stur auf etwas losgehen. Und ein bisschen mehr offener sein, offen für alles. Wenn ich die Augen verschließe und da durchgehe, sehe ich nichts. Und genau so sollte man es verinnerlichen. Wenn ich da durchgehe, immer alles offen. Es sind immer unzählige Möglichkeiten, jeden Tag da. Wir sehen die Hälfte davon sicher nicht. Und das ist sehr schade, weil das Leben hat so viel zu bieten und wir nutzen immer nur so wenig. Man sollte immer verinnerlichen, was und wer. Vielleicht kann man jemanden glücklich machen. Man muss sich immer auf etwas konzentrieren, auf etwas ansehen. Man kann nicht immer auf sich bezogen bleiben, sonst kommt man nie wohin. Man kommt nicht weiter. Wenn man immer nur sagt, ja, ich, der King, ich kann alles, du kannst nichts. So kommt man nicht weit. So schließt man sich selbst aus. Und man sollte immer, wenn es geht, offen sein. Offen für alles. Einfach für alles immer offen sein. Und dann bieten sie das Leben, ist viel lebenswerter, wenn man was teilt. Die schönste Freude des Lebens ist das Teilen. Das kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht glauben, aber Teilen ist eine der schönsten Sachen,
die es überhaupt gibt auf der Welt. Weil alleine, nehmen wir neue Sachen. Wir kamen, sagen wir so, 100 Milliarden. Nach den ersten 5 Millionen Milliarden ist mir langweilig, wird's mir langweilig. Weil dann noch in der ersten 5 Milliarden, dann habe ich ja schon alles gemacht. Was will ich dann noch machen? Und dann, genau dann könnte man ja mal sehen, oder niemand wird hier 5 Milliarden gewinnen wahrscheinlich, aber man sollte immer sehen, was kann ich auch für die anderen vielleicht noch was tun. Vielleicht kennt sich der nirgendwo aus, vielleicht helfe ich den mal, oder es ist immer ein Gebe und Nehme. Ich nehme immer was von die Leute und dann kann ich auch mal was zurückgeben. Und das geht immer mehr verloren. Und das sollte man unbedingt beibehalten. Dass man nicht immer nur nehmen, auch geben einmal was. Und nicht immer nur sagen, das ist meins, das ist deins, unser. Immer an unser. Und nicht teilen, Heisch und Feuerwehen, ist schöner wie nehmen. Oftmals. Nicht mehr immer nur nimm und nie was gib. So kann das nie funktionieren. So kann es nicht funktionieren. Also immer wenn man was nimmt, sollte man auch irgendwann einmal was zurückgeben. Es müssen auch nicht große Dinge oft sein. Kleine Dinge reichen schon komplett aus. Und das geht jetzt in dieser Zeit immer mehr verloren. Und genau jetzt da, wann bei dieser Aufnahmezeit, das wird, was haben wir da schon? Ich glaube 2. Dezember oder so, 12. oder so, Dezember oder so. Irgendwas im Dezember jedenfalls wird es sein, wo ich das rausbringe. Also machen wir so. Macht mal so, wenn ihr nach Hause kommt oder wo immer ihr seid, redet mit die Leute. Fangt mal was mit denen an. Versuchen wir mal was zusammen zu lösen oder Probleme. Gehen wir sie mal an am besten. So kann man vieles schon erreichen. Vieles, sehr vieles kann man damit schon vielen Menschen auf der Welt leichter machen. Aber wir müssen viele Leute und alle zusammen. Und dann kann fast jeder alles schaffen. Es kommt immer auf, wie viele Leute das wollen. Und nie und immer an alles glauben. Es ist alles immer möglich. Es sind Euro-Millionen, nehmen wir mal das Beispiel. Jeden Tag gewinnen, es haben schon so viele Leute gewonnen, die einfach dann nie daran geglaubt haben, nur dass sie daran gewinnen. Sie haben ihr Glück versucht, sie wollten es, und jetzt sind sie glücklich, die meisten. Aber Geld alleine macht nicht glücklich, weil viele mussten fliehen, weil sie um allen Hosen so viele Leute gebittet haben. Und ein bisschen was kann man immer hergeben. Wenn ich 140 Millionen hergebe, werde ich sicher 40 Millionen mal anderen Leuten geben und nicht alles für mich zusammenraffen. Viele Leute verhungern. Und wir sitzen am prallen Tisch und denken, was können wir denn heute? Ich muss unbedingt eine Diät anfangen, es ist ja bald Weihnachten das Ganze. Das müssen wir stoppen. Und da beginnt's. Genau da. Und genau da müssen wir alle anpacken, damit das besser wird. Damit alles besser wird. Und natürlich sind das jetzt mal ein sehr ernstes Thema, aber das sollte man verinnerlichen. Wahrscheinlich bis 24. Dezember werde ich mit diesem Bild hier fertig sein oder so, in etwa. Vielleicht werde ich dann überhaupt vielleicht früher oder sonst was, werde ich damit fertig sein, nur zur Zwischeninfo, falls mich Leute fragen und so, braucht ihr überhaupt nicht fragen. Bis dahin werde ich jetzt fertig sein. Wenn ich nicht fertig werde, werde ich ja bald ein paar Doppelfolgen oder sowas raushauen. Oder eine Triple-Folge, falls ich wirklich überhaupt nichts zum Schmeißen kann.
Aber ich hoffe, dass ich das trotzdem noch mit Ruhe angehen kann. Ich mache mich hier auch bei nicht, mache mich auch nicht fertig. Dass ich zum Beispiel jetzt da, ich muss jetzt da 50 Folgen am Tag rausbringen, weil ich sonst nicht anders raff. Nein, die Ruhe. Okay. Dann, das war's wieder mal von mir. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und nicht vergessen, immer auch auf die kleinen Sachen schauen. Auch immer kleine helfen. Und kleine Dinge können manchmal ganz groß sein. Okay, bis zum nächsten Mal von Master 27. Tschüss.